So, jetzt möchte ich den nächsten Talk ankündigen. Der Strom kommt aus der Steckdose, oder? Wir alle sind mehr oder weniger abhängig von Strom. Keiner von uns kann sich eigentlich ein Leben vorstellen ohne Strom. Wir brauchen täglich zum Kochen, zum Beleuchten für unsere elektronischen Endgeräte Strom zum Laden, zum Betreiben. Aber wie kommt der eigentlich zu uns nach Hause, ins Netzteil, wohin auch immer wir den brauchen? Wie kommt Strom aus einem Windpark, zum Beispiel in der Nordsee, einem Offshore-Windpark, in eine Steckdose in Bayern? Diese und andere Fragen wird uns jetzt der Bodens erklären. Applaus für ihn bitte. Ja, guten Tag, dass ihr heute alle hier gekommen seid. Wie bereits schon gesagt, ich werde euch ein bisschen was über die Elektrizitätsinfrastruktur hier in Deutschland erzählen. Genau, fangen wir direkt mal an. Als erstes werde ich ein paar Folien machen über den Rechtsrahmen, also wie das Ganze überhaupt zusammenhängt, welche Akteure haben wir denn hier überhaupt. Als nächstes dann, wie ist denn überhaupt die Netzinfrastruktur hier aufgebaut? Wie erkenne ich denn, welche Spannung jetzt an der Hochspannungsleitung ist, an der ich jetzt gerade stehe? Und zum Schluss ein bisschen was über den aktuellen Netzausbau. Ich werde ganz kurz zwei Projekte vorstellen. Eins ist noch in der Planung, eins ist schon fertig. Welche Auswirkungen hat das? Und ja, genau. Was leider jetzt nicht drin vorkommt, ist Maßnahmen zur Weltrettung. IT-Sicherheit kommt auch nicht vor. So, Drehstrom und Blindleistung, auf den Teil gehe ich jetzt auch nicht ein, weil ich das wirklich als Grundlagenwissen jetzt machen will, damit das auch wirklich viele Leute verstehen. Und hübsche Folien habe ich euch leider auch nicht mitgebracht. So. Die Akteure hier in Deutschland, das sind vor allem halt die Bundesnetzagentur, die quasi alles überwacht. Dann haben wir natürlich die Kraftwerke und ja, natürlich dazu zählen heutzutage natürlich auch die Windparks. Dann haben wir die Netzbetreiber und den Energiehandel. Das war früher ein bisschen anders. Früher hatten wir nämlich eine Firma für alles. Das heißt, die Kraftwerke, die Netze und der Energiehandel, das kam von einer Firma. Das waren vor allem früher die großen vier, also RWE, Vattenfall, NBW und E.ON. Die Elektrizitätswirtschaft ist ein sogenanntes natürliches Monopol. Das heißt, es lohnt sich nicht für andere Firmen nochmal dieselbe Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, wenn man den Betreiber wechselt, wenn man den Stromanbieter wechselt, dann kommt da natürlich niemand, der dann quasi ein anderes Kabel anschließt. Das geht alles über dieselbe Leitung. 1998 hat dann die EU die sogenannte Liberalisierung des Strommarkts beschlossen. Das hat das Ganze dann alles aufgetrennt. Das heißt, die Kraftwerksbetreiber dürfen jetzt keine Netze mehr betreiben und die Netzbetreiber dürfen auch keinen Strom mehr verkaufen. Das heißt, das ist jetzt alles getrennt. So, als nächstes die großen Kraftwerke, die sind ans sogenannte Übertragungsnetz angeschlossen. Das ist in Deutschland 36.000 Kilometer lang. Das ist das sogenannte Höchstspannungsnetz. Das Höchstspannungsnetz ist auch mit anderen Ländern in Europa verbunden. Das ist dann das sogenannte europäische Verbundnetz. Und in Deutschland ist das Übertragungsnetz aufgeteilt in vier Regelzonen. Aus historischen Gründen, das hier sind alles Nachfolgefirmen von den großen vier. Also 50 Hertz, das war früher mal Vattenfall, Amprion gehört zum Teil noch zu RWE, TenneT war mal E.ON und Transnet BW ist halt NBW. Auf Wikipedia findet man dann hier die schöne Grafik, wo das Netzgebiet dann aufgeteilt ist. Aus irgendwelchen Gründen hat hat Amprion da unten noch einen Teil, warum kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Aber man sieht hier schön, 50 Hertz ist halt komplett Ostdeutschland, TenneT hat hier einmal quer alles durch, Amprion ist Rheinland-Pfalz und das Rheinland, also NRW, und Transnet BW ist in Baden-Württemberg. Das sogenannte Verteilnetz, da haben wir jetzt schon wesentlich mehr Netzbetreiber. Das ist
das Hochspannungsnetz, das Mittelspannungsnetz und das Niederspannungsnetz, also da, wo dann auch die ganzen Endkunden angeschlossen sind. Da haben wir in Deutschland so ungefähr 600 Netzbetreiber. Dazu zählen dann auch die ganzen Stadtwerke und die kommunalen Betreiber und wir haben aber auch wieder die privaten. In Deutschland gibt es seit ein paar Jahren oder seit so ungefähr zehn Jahren auch die Bemühungen von den Kommunen, ihre Netze wieder selber zu betreiben. Ein Beispiel ist zum Beispiel in Ostwestfalen die Westfalen-Weser-Netz, die das auch wieder selber gemacht haben. Die haben das Netz von E.ON-Netz zurückgekauft. Jetzt habe ich schon ein bisschen was über Hochspannung erzählt. Aber warum benutzen wir denn überhaupt eine hohe Spannung? Die einfache Antwort ist, wir wollen Übertragungsverluste so klein wie möglich halten. Viele von euch kennen vielleicht jetzt das Ohmsche Gesetz. U ist gleich R mal I. Dann, um Leistung zu berechnen, haben wir auch noch P ist gleich U mal I. Das heißt, wir können jetzt das ein bisschen umstellen und können damit jetzt so die Verlustleistung von so einer Leitung berechnen. Mit P ist gleich I Quadrat mal R. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die P-Last, also die Last, die wir irgendwo versorgen wollen, jetzt gleich ist und der Leitungswiderstand gleich ist, können wir hier nach der Formel eigentlich nur noch den Strom variieren. Das heißt, wenn wir die Übertragungsverluste kleiner machen wollen, dann muss der Strom kleiner werden. Als elektrisches Ersatzschaltbild sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier unsere Spannungsquelle, da den Leitungswiderstand und unsere Last, die dann immer gleich bleibt. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgerechnet und wenn man so eine 2 Kilometer lange Leitung, also 1 Kilometer hin, 1 Kilometer zurücknimmt, dann kommt man so auf 0,5 Ohm bei 120 Quadratmillimeter Durchmesser, Aluminium. Wenn wir jetzt mal von einem Niederspannungsnetz ausgehen, 400 Volt, dann kommen wir auf einen Strom von 500 Ampere. Nach unserer Formel von kommen wir dann auf 125 Kilowatt Leistungsverluste, nur auf der Leitung, wenn wir 200 Kilowatt übertragen wollen. Das heißt, wir haben über die Hälfte an Leistung schon mal als Verluste. Wenn wir das Ganze jetzt mit 10.000 Volt machen, dann haben wir nur noch 20 Ampere. Und am Ende haben wir dann nur noch 200 Watt Leistungsverluste auf der gesamten Leitung. So, als zweites haben wir, also das war jetzt ein Beispiel mit Gleichstrom, wir haben jetzt aber Wechselspannung. Jetzt fragen sich vielleicht manche, warum benutzen wir denn Wechselspannung, warum keine Gleichspannung? Das Ganze einfach ist, wir wollen ja auch eine hohe Spannung haben, aber Gleichspannung lässt sich halt nicht so einfach transformieren. Beziehungsweise früher war das ein Problem, mittlerweile haben wir Leistungselektronik, ist ein bisschen anders. Aber Transformatoren sind halt auch in der Leistungsklasse günstiger als Leistungselektronik. Und damit so ein Transformator funktioniert, brauchen wir halt Wechselgrößen. Weil wir brauchen halt so ein sich änderndes Magnetfeld, damit so ein Transformator funktioniert. Als nächstes kommen wir dann zu den Spannungsebenen. Wir haben insgesamt 4 verschiedene Spannungsebenen, treffen wir in Deutschland an. Das ist einmal die Höchstspannung, dazu zählen 220.000 Volt und 380.000 Volt. Gehört beides zum Übertragungsnetz. Alles darunter gehört zum Verteilnetz. Das fängt bei 110.000 Volt an. Bei der Mittelspannung haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Das kommt immer auf die Region an. Manchmal haben wir auch 2 Mittelspannungsebenen, wo wir dann einmal 30.000 Volt haben und dann nochmal auf 10.000 Volt runtergehen. Wir haben aber auch so ganz kuriose Sachen, die historisch bedingt sind, wo dann mal an so einem, also 6.000 Volt, 6 kV ist so eine ganz typische Größe für einen Kraftwerkseigenbedarf, es kann mal sein, dass man auch Mittelspannungsnetze dann antrifft von alten Kraftwerkssiedlungen, wo dann auch 6 kV Mittelspannungsnetze sind, die nicht mehr an einem Kraftwerk dranhängen, aber die damals gebaut wurden und natürlich nicht einfach rausgerissen werden. Und in der Niederspannung haben wir beim normalen Endkunden dann die 400 bzw. 230 Volt. So, wie erkenne ich jetzt überhaupt,
auf welcher Spannungsebene ich jetzt bin, also wenn ich jetzt so vor so einer Freileitung stehe. In der Höchst- und Hochspannung, also bei den großen Stahlgittermasten, ist das, da gibt es relativ eindeutige Indikatoren. Das ist zum einen mal die Länge der Isolatorkette, dann gibt es sogenannte Bündelleiter, also dass man nicht nur ein Leiterseil hat, sondern zwei, drei oder vier. Und bei manchen Betreibern hat man auch unten noch direkt am Mast so eine schöne Signierung. In der Mittelspannung ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Da kann man es eigentlich nicht direkt sehen, also vielleicht auch ein bisschen so an der Länge der Isolatorkette. Aber man muss es eigentlich schon eher wissen, also das kann man nicht immer eindeutig sagen. Und in der Niederspannung, da trifft man Freileitungen eigentlich meistens nur noch im ländlichen Bereich. Das sieht man dann zum Beispiel bei Häusern auf Dach, bei Dachständern, die auf Häusern drauf sitzen. Und da gibt es auch zwei Varianten, entweder so eine blanke Freileitung mit den klassischen Isolatoren. Oder was heute auch gern gemacht wird, ist die sogenannte isolierte Freileitung, wo dann quasi wie eine Art Kabel dann durch die Luft gelegt wird. Das ist ein Beispiel für eine 380.000 Volt Leitung. Die kann man ganz gut daran erkennen, dass hier insgesamt drei Isolatorketten sind, also hintereinander. Das ist die erste, die zweite und die dritte. Und wir haben hier eine sogenannte Viererbündelleitung. Also wir haben hier vier Leiterseile. Ja, von der anderen Seite, das Bild ist leider ein bisschen dunkel. Da haben wir jetzt auch nochmal hier die drei Leiterseile und auch wieder eine Viererbündelleitung. Bei einer 220.000 Volt Leitung haben wir dann entsprechend zwei Isolatorketten und meistens Zweierbündel, das muss aber nicht immer sein. Das ist ein Beispiel für eine andere 220.000 Volt Leitung, die dann auch nur ein Leiterseil hat. Ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, immer drei Leiterseil, immer drei von denen gehören zu einem Stromkreis zusammen. Bei 10.000 Volt haben wir dann meistens eine Isolatorkette und ein Leiterseil. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen, wo wir dann auch 10.000 Volt haben, aber mit so einem Doppelbündelleiter. Das kommt immer ein bisschen so auf die Situation an, wie viel man jetzt übertragen will. Ja, also die Indikatoren, die sind nicht immer eindeutig. Aber sie geben schon mal einen guten Hinweis darauf, was das jetzt ist. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Mittelspannungsleitung, das sind 20.000 Volt. Da gibt es dann entweder meistens so Stahlgittermasten oder auch, da sieht man auch vermehrt so Holzmasten. Wobei die Mittelspannungsleitungen, die werden heutzutage mehr abgebaut und in die Erde verlegt als Kabel, weil dort die meisten Störungen passieren. In der Niederspannung findet man Freileitungen eigentlich nur noch selten. Das ist jetzt ein Beispiel für eine blanke Freileitung. Hier der Ring, der unten, der zeigt an, wo der Nullleiter ist. Und das ist ein Beispiel für eine isolierte Freileitung. Meistens ist dann auch noch ein Extraleiter dabei, der noch die Straßenbeleuchtung versorgt, der dann nur Spannung führt, wenn auch die Straßenbeleuchtung an ist. Ein Sonderbeispiel ist jetzt der Bahnstrom. Wir haben in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich ein extra Bahnstromnetz. Das ist ein 110.000 Volt Netz. Und die erkennt man ganz gut daran, dass die pro Stromkreis nur zwei Phasen haben. Ab und zu werden die auch auf schon anderen Leitungen zusammengelegt, also wo dann auch normaler Drehstrom draufläuft. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann, aber das sollte ein Beispiel jetzt für eine Signierung sein.
die man unten an Hochspannungsmasten findet. Ich erkläre es jetzt einfach so. Da findet man dann einmal, das ist von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich. Das ist jetzt ein Beispiel von Amprion aus der Nähe von Trier. Da hat jeder Stromkreis quasi eine eigene Farbe und nochmal einen Namen, meistens einen Ortsnamen und auch noch eine Himmelsrichtung dabei. Und da steht dann auch meistens auch die Spannung dabei. Genau, jetzt habe ich jede Menge über Freileitungen geredet, aber warum benutzen wir denn überhaupt Freileitungen? Jetzt im Hochspannungsbereich oder Höchstspannungsbereich, warum wird dann nicht einfach ein Kabel verlegt? Da gibt es dann immer diverse Kontroversen dazu und Freileitungen sind nicht seit Jahrhunderten, aber seit Jahrzehnten eine bewährte Technik. Kabel oder Hochspannungskabel gibt es noch nicht so lange. Da gab es lange Zeit auch Probleme auch mit der Isolierung. Das heißt, die waren nicht so zuverlässig. Des Weiteren können Freileitungen auch sehr gut überlastet werden. Das merkt man dann zum Beispiel, wenn gerade viel Windstrom eingespeist wird, dann kühlt der Wind quasi die Leiterseile ab und dadurch kann halt die Freileitung sehr gut überlastet werden. Der Boden, so ein Erdreich, führt nicht sehr gut Wärme ab und dementsprechend kann man die halt nicht so gut überlasten. Auch bei Wartungen sind Freileitungen wesentlich besser, wenn da mal irgendwas kaputt geht. Da geht natürlich mehr kaputt als bei so einem Kabel. Aber wenn mal was kaputt ist, kommt man da relativ leicht dran. Beim Kabel muss dann erst ein Bagger kommen. Das kann dann Stunden dauern oder auch Tage, bis dann mal alles repariert ist. Und so lange ist das Kabel oder die dann außer Betrieb. Das heißt, so lange kann die nicht benutzt werden. Und da muss dann auch, dementsprechend müssen dann auch freie Kapazitäten sein. Aber ein großer Nachteil von Freileitungen sind Vögel. Das hat zum einen zwei Gründe. Zum einen fliegen die sehr gerne gegen die Leiterseile. Da gibt es dann ab und zu, da wo es dann häufig passiert, dann sogenannte Flatterbänder, die dann daran gehangen werden, damit die Vögel die Leiterseile erkennen können. Und zum anderen bauen die gerne Nester genau über die Isolatorketten. Und wenn es dann ab und zu dann mal so ein paar Äste durchrutschen, dann kann es auch mal einen Kurzschluss geben. Ja, und natürlich der Landschaftsaspekt. Niemand hat gerne irgendwie einen Freileitungsmast irgendwie in seinem Garten sitzen oder schaut gerne irgendwie von seinem Balkon aus da drauf. Und natürlich ist es auch ein bisschen dann vom Wetter abhängig. Also wenn da mal irgendwie ein Baum nicht richtig zurückgeschnitten wurde, hat das natürlich einen größeren Einfluss darauf als bei einem Kabel. Kabel, wie gesagt, ist halt nicht sichtbar und wetterunabhängig, hat aber auch den großen Nachteil, so ein Kabel hat ja auch einen gewissen Widerstand, das wird dann warm, das trocknet dann den Boden aus, das freut die Bauern auch nicht unbedingt. Also die können sich dann halt aussuchen, ob sie sich jetzt einen Mast aufs Feld setzen lassen oder so ein Kabel im Boden. Beim Mast können sie wenigstens außen rumfahren, aber so eine Bodenaustrocknung ist halt auch nicht besonders förderlich. Und außerdem braucht so ein Kabel auch einen großen Schutzstreifen. Das heißt, wenn so ein Kabel auch durch so einen Wald gelegt wird, darf da dann auch auf so einem bestimmten Streifen nichts drauf gepflanzt werden, was auch tief verwurzelt. Bei Freileitungen kann man halt immer zurückschneiden, aber bei Kabeln muss man halt dann das alles wirklich komplett sauber halten. Und zu guter Letzt kann man bei Kabeln keine sogenannte Kurzunterbrechung machen. Das heißt, wenn so ein Fehler auf so einer Freileitung entsteht, dann wird erstmal für ein paar Sekunden abgeschaltet und dann wird wieder zugeschaltet. Und oft ist es auch so, dass dann, wenn zum Beispiel so ein Ast auf die Leitung fällt, dass der Fehler dann wieder weg ist. Und dann kann man die Leitung ja wieder weiter betreiben. Bei einem Kabel, wenn da ein Fehler passiert, der Fehler ist dann immer noch da. Das heißt, dann muss auf jeden Fall dann abgeschaltet werden. Zum Netzausbau
In Deutschland gibt es natürlich auch so ein bisschen regulatorische Sachen dazu. Wir haben zum einen den Netzentwicklungsplan, der bis vor kurzem immer einmal im Jahr erstellt wurde von den 4 Übertragungsnetzbetreibern zusammen. Mittlerweile gehen sie auf 2 Jahre hoch, weil das halt ein enormer Aufwand ist. Dann wurde vor einigen Jahren das sogenannte Energieleitungsbaugesetz verabschiedet, in dem bestimmte Leitungsprojekte festgelegt wurden, die auf jeden Fall notwendig sind, um die Energiewende durchzuführen. Und dann gab es noch mal vor ein paar Jahren dann das Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Diese Maßnahmen und Gesetze zielen aber alle nur auf das Übertragungsnetz, also auf die großen 4. Das Verteilnetz findet da aus mir nicht erfindlichen Gründen überhaupt keine Berücksichtigung, obwohl ja eigentlich die ganzen Windenergieanlagen und Solaranlagen alle im Verteilnetz angeschlossen sind. Und da gibt es dann so einen schönen Spruch dazu, dass die Energiewende ja eigentlich im Verteilnetz stattfindet. Und ja. Wenn wir über Netzausbau sprechen, dann kommt auch ab und zu das Thema Hochspannungsgleichstromübertragung auf. Da werden jetzt auch ein paar Trassen gebaut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt auf einmal wieder Gleichstrom? Wir waren noch vorher bei Wechselstrom. Das hat den Grund, man kann Gleichstrom über weite Strecken sehr viel einfacher transportieren, ohne großartige Verluste. Derzeit hat man aber noch so ein paar Probleme. Man kann derzeit, jedenfalls mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand, nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bauen. Keine vermaschten HGÜ-Netze. Das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, aber derzeit leider nicht. So ein paar aktuelle Projekte, das sind die ersten 3 bzw. 4, das sind Projekte, die quasi von alle darauf zielen, von Norden nach Süden gebaut zu werden. Das letzte ist das Allegro-Projekt, das ist eine Verbindung nach Belgien. Es gibt nämlich derzeit noch keine direkte elektrische Verbindung nach Belgien rüber. Ultranet und A-Nord gehören quasi zusammen. Das sind zwei Teilprojekte. Zu Ultranet, das ist ein Projekt, das wird zusammen von Amprion und Transnet BW gemacht. Die beiden Punkte sind einmal in Osterath, das ist ein Ort bei Neuss, wo auch eine große Umspannanlage ist, und Philippsburg, da steht derzeit noch ein Kernkraftwerk, das in 2 Jahren oder so abgeschaltet wird. Und das ist so der ganz grobe Verlauf. Genau, der Grund, warum die Leitung gebaut wird, ist nicht nur die Energiewende, sondern im Süden haben wir ja derzeit noch ein paar Kernkraftwerke, die auf lange Sicht oder auf mittelfristig, hier werden die ja abgeschaltet. Und irgendwie brauchen die Leute da unten ja auch elektrische Energie. Und ja, deswegen wird unter anderem diese Leitung gebaut. In Philippsburg steht schon ein Kernkraftwerk, das wird quasi dadurch einmal ersetzt. Jetzt gibt es aber, das ist die Leitung aber nicht ganz unumstritten, weil die natürlich jetzt aus dem rheinischen Braunkohlenrevier jetzt den Braunkohlestrom darüber transportiert, und dadurch wird halt jetzt Atomstrom durch Braunkohlestrom ersetzt. Das ist aber auch nur in der Übergangszeit so, bis das Projekt A-Nord fertig ist, das dann quasi von Norden, von Niedersachsen, von der Nordsee, dann auch Windstrom darunter transportiert. Das wird aber nur ein paar Jahre dauern. Ein zweites Projekt, was ich gerne vorstellen würde, ist die sogenannte Thüringer Strombrücke. Die fängt hier auch in der Nähe von Leipzig an, in Bad Lauchstädt, und geht bis runter nach Redwitz in Bayern. Die wurde 2017 vollständig in Betrieb genommen. Genau, das ist jetzt keine HGÜ-Trasse, sondern das ist eine normale Drehstromleitung, 380.000 Volt, mit 5 Gigawatt Übertragungsleistung. Oh, was haben wir jetzt gemacht?
Und als die in dem Jahr, nachdem die in Betrieb genommen wurde, haben sich die sogenannten Redispatch-Kosten von 50 Hertz, von dem Betreiber der Leitung, die haben sich halbiert. Das sind sogenannte Maßnahmen, das sind sogenannte Engpassmaßnahmen. Wenn irgendwo das Netz überlastet wird, dann müssen Kraftwerke abgeriegelt werden. Und gerade auch in Ostdeutschland ist die Bevölkerungsdichte ja nicht so hoch wie in Westdeutschland. Und da gibt es aber auch vermehrt Windenergieanlagen. Und wenn halt der Wind da zu stark bläst, dann sind da die Leitungen da regelmäßig überlastet und da werden diese Anlagen abgeriegelt. Jetzt ist es aber so, dass die Windenergieanlagenbetreiber dann trotzdem noch Geld bekommen, obwohl die dann abgeschaltet sind. Das heißt, sie kriegen Geld dafür, obwohl sie gar keinen Strom liefern. Und das bezahlen im Endeffekt die Stromkunden. Und als die Leitung dann fertig wurde, haben sich die Kosten von 350 Millionen Euro von 50 Hertz auf 170 Millionen Euro reduziert. Das heißt, dieses Projekt hat wirklich sehr viel gebracht, obwohl es nur eine einzige Leitung ist. Das heißt, der Leitungsausbau ist nicht ganz umsonst. Es wird nicht nur Braunkohlestrom transportiert, sondern hilft auch wirklich dabei, die Kosten zu reduzieren. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie sind denn überhaupt die Erzeugungskapazitäten in Deutschland? Ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Also wir haben halt noch so 10 Gigawatt Kernenergie, die jetzt so langsam weggehen. Wir haben aber auch so ungefähr so 100 Gigawatt an Erzeugungskapazitäten mittlerweile in erneuerbaren Energien und in Summe so ungefähr 100 Gigawatt. Also das sind jetzt nur die Erzeugungskapazitäten. Das ist nicht die aktuelle Verteilung, also wie jetzt sich der Strommix zusammensetzt. Zum Strommix habe ich jetzt hier ein paar Zahlen, wie sie in Deutschland sind. Wir sind mittlerweile in Deutschland, das sind aktuelle Zahlen von vor ein paar Tagen, bei 2018 bei über 40% erneuerbare Energien. Ich weiß nicht mehr, was hatten wir nochmal für ein Ziel für 2020? Also wir sind auf jeden Fall schon drüber, auch wenn die Bundesregierung da ein bisschen bremst. Ja, wir produzieren aber nicht nur Strom für Deutschland, sondern da wird auch mehr oder weniger noch exportiert. In Ostdeutschland wird zwar importiert, aber gerade in Westdeutschland, wo auch viele Kraftwerke stehen, da wird auch sehr viel exportiert ins Ausland, vor allem in die Niederlanden. Ein bisschen auch nach Frankreich. Luxemburg hat fast keine eigenen Kraftwerke. Wenn wir uns jetzt mal hier die Zahlen mal anschauen, das ist mal so ein ganzer Jahresverlauf, dann haben wir hier eigentlich immer fast so durchgängig, außer jetzt so im Sommer, so knapp so 10 Gigawatt, die wir ständig in Summe so exportieren. Da könnte man sich vielleicht auch mal fragen, ob man vielleicht doch mal irgendwie so ein paar Überkapazitäten abschafft. Genau, und als letzte Frage würde ich mal noch gerne reinwerfen, wie dezentral überhaupt die Energiewende ist. Weil alle denken ja, okay, das sind kleine Anlagen, die sind über ganz Deutschland verteilt, überall steht so ein bisschen und dann ist das Ganze so dezentral und ausfallsicher. Ich habe jetzt mal hier so die Definition vom Duden mitgebracht, auf verschiedene Stellen verteilt, nicht an einer Stelle. Und ja, trifft das denn überhaupt auf die Energiewende zu? Es gibt so eine Karte von der Bundesnetzagentur, wie die Verteilung der Kraftwerke ist. Da können wir hier sehen, vor allem im Ruhrgebiet stehen die ganzen Kraftwerke und hier im Rhein-Main-Gebiet ist ein Haufen. Das heißt, die Kraftwerke stehen eigentlich auch da, wo die Energie gebraucht wird. Das heißt, wir haben kurze Transportwege, das heißt natürlich auch wenig Verluste, weil umso näher halt die Kraftwerke an den Verbrauchern sind, umso kürzer sind die Leitungen. Das ist jetzt mal die Karte nur mit Windenergieanlagen. Sind natürlich jetzt wesentlich weniger, weil das sind alle, das sind jetzt nur große Windenergieanlagen, da ist jetzt auch nicht jede kleine drauf.
Da haben wir jetzt hier im Ruhrgebiet und im Rheinland haben wir fast gar nichts. Dafür haben wir jetzt hier im Norden viel. Das heißt, wir müssen die ganze Windenergie, die muss jetzt auch irgendwie transportiert werden. Und deshalb die Frage jetzt, ist das jetzt wirklich so dezentral? Da könnte man jetzt halt drüber streiten. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt können wir übergehen zu den Fragen. Ja, danke Bodems. Ihr kennt die Nummer wahrscheinlich. Wir haben zwei Mikrofone hier im Saal für Fragen. Einmal dort, sind beleuchtet. Wer Fragen hat, stehe bitte auf und stelle sich hinter den Mikrofonen an. Ich warte kurz. Obwohl, da steht schon jemand. Einmal bitte. Ja, hallo. Danke für den Talk und danke, dass du die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen auf die ganze Stromgeschichte lenkst. Meine Frage dazu. Wir hatten ja gesehen, dass ein wesentlicher Teil der regenerativen Energien Windkraft und Sonne ist. Was machen wir dann, wenn es nachts keinen Wind mehr gibt und die Sonne nicht scheint? Hast du da irgendwelche Ideen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir brauchen wesentlich mehr Speichermöglichkeiten. Eine Technologie wäre zum Beispiel Power-to-Gas-Anlagen. In die Richtung wird gerade sehr viel erforscht, auch in Richtung Großanlagen. Das Problem ist allerdings, die sind noch sehr teuer und auch der Wirkungsgrad ist sehr bescheiden. Also Power to Gas, ganz grundlegend, das ist die Umwandlung von Strom in Wasserstoff und eventuell auch im zweiten Schritt in Erdgas, also ein künstliches Erdgas, das man dann sehr gut im Netz speichern kann. Und wir brauchen wesentlich mehr Speicher, ohne das kann die Energiewende nicht gelingen. Da müsste man mal was tun. Das wird aber auch in Zukunft kommen. Also zum Beispiel Amprion plant derzeit zusammen mit einem großen Gasnetzbetreiber Anlagen im 50 Megawatt und im Mehrbereich zu bauen. Da wird in den nächsten Jahren wird in die Richtung viel passieren. Ja, meine Frage zielt im Grunde genommen geht in die ähnliche Richtung. Also ich sehe halt auch den Bedarf, zu schauen, dass man im Grunde genommen einen mehr oder weniger gleichen Strombedarf hat, dass man eben keine Spannungsspitzen hat benötigt oder einen Spannungsbedarf hat, der durch diese 10 kW Überschuss quasi gedeckt werden muss, den man sicherlich erreichen kann durch Speichermöglichkeiten. Wo ich allerdings auch schon vor 10 Jahren auf der CeBIT Konzepte vorgestellt bekommen habe, die in Richtung Smart Meter gehen, wo die Idee war, irgendwann eine Waschmaschine zu haben, die intelligent entscheidet, wann sie einschalten sollte oder nicht. Da gab es viel Diskussion in den letzten Jahren bezüglich Datenschutz und Freiheitsberaubung und bevormundet werden und solche Geschichten. Meine Frage zielt in zweierlei Hinsichten ab. Einmal, bist du da eher Befürworter solcher Technologien oder bist du eher Kontra? Und die andere ist im Grunde genommen meiner Meinung nach die Bundesregierung und auch die Automobillobby, die versucht immer das Thema E-Mobilität voranzubringen. Fördert das oder hat entsprechende Auflagen, die Automobilhersteller einhalten müssen? Hast du irgendwie beobachtet, ob die Bundesregierung oder seitens der Lobby Bewegungen auch sind, entsprechend Wasserstoffkonzepte voranzubringen? Weil ich glaube, eben da die Energie sinnvoll nutzen zu können, die zum Beispiel tagsüber im Überschuss generiert wird, die dann eher in Wasserstoff zu stecken, als Ressourcen einkaufen zu müssen, die wir hier gar nicht haben, um Batterien herstellen zu können oder einkaufen zu müssen? Die erste Frage war das mit den Smart Mietern. Smart Mieter sehe ich in der Hinsicht auch kritisch. Und ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass man dann irgendwie 3 Stunden oder so darauf warten will, dass seine Waschmaschine dann anspringt und die Wäsche dann irgendwie dann um 3 Uhr nachts dann gewaschen wird. Also ich sehe das halt irgendwie so von der Usability her nicht so. Und natürlich auch den Datenschutzaspekt.
in Richtung Elektrofahrzeuge. Da passiert also im Wasserstoffbereich, habe ich jetzt nicht so den Überblick. Das wird aber allerdings, denke ich, noch ein bisschen dauern, weil da auch die Brennstoffzellen, die Brennstoffzellentechnologie ist ja noch mal teurer als Batterien. Aber was man sich dann vielleicht so vorstellen könnte, wäre so ein, Wasserstoffautos haben ja sowieso noch eine kleine Batterie, weil die Brennstoffzellen nicht so viel Leistung auf einmal bringen können. Das ist dann so eine Kombination aus Wasserstoff und und Batterie-Elektrofahrzeugen gibt, womit man dann vielleicht irgendwie so 50 bis 100 Kilometer dann irgendwie zur Arbeit pendelt mit Strom aus Batterien und dann die Brennstoffzelle dann als Range Extender benutzt. Das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen. Aber keine Ahnung, wie weit da irgendwie Hersteller oder Konzepte sind. Gut, danke für die Antwort. Einmal da drüben eine Frage. Du hattest am Anfang gesagt... Bitte etwas näher ans Mikrofon ran. Am Anfang hattest du gesagt, dass die Hochspannungsleitungen viel mit Bündelleitungen ausgerüstet sind. Wofür genau brauchen wir die oder was ist der Zweck davon? Wie war die Frage? Das erste habe ich nicht ganz verstanden. Warum gibt es Bündelleitungen? Ach so, das hat zum einen den Grund, um den Leiterquerschnitt zu erhöhen. Das heißt, der Leitungswiderstand sinkt ja dadurch. Das heißt, man benutzt einfach mehr Metall, also mehr Aluminium in dem Fall. Und zum anderen senkt das die sogenannte Randfeldstärke. Das heißt, die Leitungen sondern ja auch ein elektromagnetisches Feld aus. Das senkt dann die Feldstärke, indem man quasi die Querschnittsfläche auch nochmal erhöht. Dankeschön. Einmal da drüben eine Frage. Ja, meine Frage geht nochmal Richtung erneuerbare Energien in Kombination mit Speicher. Da gibt es ja von Tesla das größte Batteriespeicheranlage in Australien mit über 100 Megawattstunden. Und was ich gesehen habe, ist, dass der Energieversorger dort total begeistert ist, weil ich damit Regelenergie habe, die ich im Millisekundenbereich steuern kann. Also nicht Gaskraftwerk rauf und runter fahren, sondern im Millisekundenbereich aus dem Speicher entnehmen oder wieder aufladen. Und es gibt auch zum Beispiel das Johan Cruyff-Stadion in Amsterdam, Fußballstadion. Das ist komplett gepuffert mit gebrauchten Elektroauto-Akkus. Wie sieht in unserem Netz die Sinnhaftigkeit solcher extrem schnellen, regelbaren Speicher aus? Im Grunde haben wir ja schon extrem schnell regelbare Speicher. Die sitzen in den Großkraftwerken quasi in den Turbinen drin. Das ist kinetische Energie, die da drin gespeichert werden. Das Problem ist halt nur, die fallen halt jetzt demnächst vielleicht alle weg. Im Grunde brauchen wir sowas aber auch. Ein Baustein könnte natürlich dann auch Batteriespeicher sein. Das Problem ist nur, wenn wir uns jetzt nur irgendwie auf Batteriespeicher verlassen, die Frage ist halt, wo soll das ganze Material für die Batterien jetzt herkommen, wenn alle jetzt auf einmal auch Elektroautos wollen oder auch ihre Großspeicher im Keller haben wollen. Da müssten vielleicht an der Batterieforschung noch viel getan werden. Aber im Grunde brauchen wir solche extrem schnellen Speicher auch, wenn die rotierenden Massen im Netz dann auch wegfallen. Okay, danke. Dankeschön. Frage dort drüben bitte. Ja, hallo. Danke nochmal für deinen Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Zum einen habe ich die Frage... Bitte kurz dann, damit wir nicht noch aus der Zeit rauskommen. Die erste Frage, hast du irgendwelche Zahlen dazu, wie viel Prozent der Gesamtenergie, die wir durch Stromerzeugung abdecken müssen, wir bereits durch erneuerbare Energie haben, also wo Mobilität und Heizung mit dabei sind. Und die zweite Frage, die ist mir jetzt gerade entfallen und deshalb machen wir es kurz. Da habe ich leider keine aktuellen Zahlen zu. Es wird aber wesentlich unter den 40% sein, weil gerade im Wärmebereich ist noch viel zu tun und Elektromobilität gibt es eigentlich fast noch gar nicht.
Dankeschön. Dort drüben bitte die nächste Frage. Ja, guten Tag. Ich habe noch ein paar Anmerkungen zu dem Batteriespeicher. Bitte keine längeren Anmerkungen, kurze Fragen. Gibt es nicht nur von Tesla, Daimler macht das auch jetzt schon 16 Megawattstunden in meiner Heimatstadt. Funktioniert super. Und bitte näher ans Mikrofon. Das war es aber schon. Okay. Also wer Anmerkungen hat, kann bestimmt gerne nochmal nach vorne kommen und mit Bodens persönlich sprechen oder irgendwann später. Nächste Frage. Eine kurze Anmerkung. Das Brennstoffzellenauto gibt es von Hyundai. Die benutzen die Brennstoffzelle als Batterie für ein Elektroauto. Kann man jetzt kaufen, funktioniert angeblich sehr gut. Heiser Autos. Sehr gut, Aufforderung verstanden. Die nächste Frage. Ich habe tatsächlich eine Frage. Wie ist das bei Hochspannungsleitungen? Wie sind die gesichert gegen Kurzschluss? Wie lange dauert das, wenn jetzt zum Beispiel ein Traktor gegen so ein Hochspannungsmast fährt, bis der abgeschaltet wird, die Leitung abgeschaltet wird? So 300 bis 500 Millisekunden. Also es kommt jetzt auf das Schutzkonzept an, aber das geht innerhalb von ein paar Sekunden. Also wenn es ein paar Sekunden dauert, ist es eigentlich schon viel zu lange. Gut, danke schön. Die nächste Frage. Ja, hallo. Ich würde gerne nochmal das Thema zentrale versus dezentrale Netzstruktur an dich zurückgeben. Die Herausforderung hast du ja skizziert. Also einerseits eben so eine schwankende Versorgung durch die Erneuerbaren, die auch regional unterschiedlich ist. Und andererseits eben der Bedarf an Speichertechnologien, wo noch nicht so ganz klar ist, wie die aussehen wird. Unter den Voraussetzungen, wie wäre denn aus deiner Sicht jetzt aktuell ein sinnvoller Weg, das Netz auszubauen? Also wie dezentral oder wie vernetzt sollte das sein? Ja, im Grunde müssen wir das auch als Gesellschaft für uns entscheiden. Was ist es uns wert, und dass wir auch eine sichere Energieversorgung haben? Also im Moment geht es halt noch nicht ganz ohne die Großkraftwerke. Wir brauchen halt auch immer noch ein Backup. Vielleicht könnte man auch, wie gesagt, ich hatte vorhin noch Zahlen dazu, wir haben noch jede Menge Gaskraftwerke, die im Moment auch gar nicht laufen. Die emittieren zwar auch CO2, aber vielleicht kann man das ja durch künstliches Erdgas ersetzen, irgendwann mal. Wir müssen das quasi jetzt auch als Gesellschaft ausdiskutieren. Was wollen wir denn jetzt überhaupt? Ich hoffe, das beantwortet jetzt einigermaßen die Frage. Dankeschön. Hier noch eine Frage auf der Seite. Folgende Frage zum Kapazitätsangaben bei den verschiedenen Stromquellen. Auch bitte ein bisschen näher ans Mikrofon. Okay. Noch ein bisschen? Die Angaben zur Windenergie, waren das Durchschnittswert oder war das entsprechend bei der Kapazität die maximal mögliche Kapazität? Das war installierte Leistung. Also die theoretisch mögliche Kapazität. Also genau. Bei einer 5-Megawatt-Anlage, die liefert ja nur theoretisch 5 Megawatt, genau. Aber durchaus eher weniger. Das ist installierte Leistung. Deswegen habe ich auch einmal die installierte Leistung gezeigt und dann, was wirklich in Prozent dann kommt. Okay. Dankeschön. Und noch eine Frage auf der Seite, bitte. Jo. Annehmbare Situation, wo ich ein an der Angreifbarkeit des Systems sehe, ist, wenn drei Traktoren gleichzeitig diese Hochleistungs-Weitstreckennetze angreifen würde in Form von ein Mast wird attackiert und ein Traktor fährt dagegen. Das passiert, sagen wir mal, auf drei von diesen Hochleistungsstrecken. Würde dann ein Blackout bevorstehen? Wenn ja, welche Konsequenzen hätte das? Also ist das nicht ein sehr angreifbarer Punkt? Es gibt ja das sogenannte N-1-Kriterium, das heißt, ein beliebiges Betriebsmittel darf im Netz ausfallen, ohne dass was passiert. Das wäre dann N-2 oder N-3. Dagegen muss der Netzbetreiber nicht abgesichert sein. Aber was jetzt dann genau passieren würde, kann ich jetzt auch nicht sagen. Die Leitungen existieren ja teilweise noch gar nicht. Die werden erst gebaut und geplant. Okay, alles klar, danke dir. Dankeschön. Und eine letzte Frage von der Seite, bitte.
Ja, sorry, nochmal so ein bisschen grundsätzlicher würde mich deine Position zur Energiewende schon nochmal genauer interessieren, weil glaubst du nicht, dass wir die auf jeden Fall schaffen müssen? Also es ist doch nicht eine Frage von, was ist uns wichtiger, so irgendwie, dass ich rund um die Uhr meine Waschmaschine benutzen kann oder dass die Menschheit auf diesem Planeten überlebt. Also, keine Ahnung, wenn wir uns den IPCC-Bericht angucken, du kannst doch jetzt nicht sagen, wir müssen uns die Frage irgendwie nochmal ergebnisoffen stellen, wie schnell wir das jetzt schaffen wollen und was uns da wichtiger ist. Also, ich weiß nicht, hast du da nicht eine deutlichere Position zu? Doch, habe ich. Also, die wollte ich jetzt nicht in dem Vortrag so rüberbringen. Ich bin dafür, dass wir möglichst schnell einen Kohleausstieg machen. Allerdings bin ich auch, weil ich halt auch in dem halt die Hintergründe kenne, ich bin mir bewusst, das geht nicht von heute auf morgen. Da muss jetzt auf jeden Fall sehr viel getan werden. Und ja, und vielleicht kann ich jetzt auch mal noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt ja auch noch auf dem ganzen Kongress auch noch ein paar Workshops dazu. Jetzt ist, glaube ich, gleich auch noch einer. Genau, da wollte ich jetzt auch hin. Da ist auch noch mal eine Diskussion. Ich weiß leider nicht, in welchem Raum. Und am Tag 3 ist auch noch mal was. Die Titel weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr ja auch dahin kommen. Danke. Eine letzte Frage noch, bitte. Inwiefern wird die Bereitstellung von Kapazitäten aktuell vergütet? Sprich, wenn ein Unternehmen oder eine Gruppe einen Speicher, Stromspeicher anbietet, dann müssen sie erst den Strom einkaufen, um den Speicher zu beladen, um ihn dann bei Knappheit zu verkaufen. Gibt es da entsprechend für eine Vergütung oder nur irgendwelche Subventionen? Ich glaube, das wird derzeit nicht so... Das ist gerade so das Problem an Speichern. Du müsstest zum Beispiel auch die EEG-Umlage darauf bezahlen, du müsstest ziemlich viele Steuern auch bezahlen, also für den normalen Strom. Das wird, soweit ich weiß, wird es nicht subventioniert. Also Stichpunkt Kapazitätsmarkt. Wüsste ich jetzt nicht direkt. Und man darf da sowieso erst ab 5 Megawatt Leistung mitmachen. Es gibt da allerdings ein paar Anbieter, die poolen quasi die ganzen Leistungen als virtuelles Kraftwerk. Bei denen könnte man sich dann melden und die übernehmen den Handel dann. Aber wie gesagt, wenn du da selber mitmachen willst, erst ab 5 Megawatt Leistung. Gut, das sieht aus, als ob wir tatsächlich alle anstehenden Fragen beantworten konnten. Dann danke Bodems für den tollen Vortrag und die Antworten.